Mein Name ist Matthias Mandl, ich bin Leiter der Steuerungsgruppe Fairtrade Markt Erlbach. Wir sind hier heute zusammengekommen, um die erste faire Modenschau in Markt Erlbach durchzuführen. Der Grund, warum wir eine Modenschau machen, ist, dass wir Leute begeistern für faire Mode und dass die faire Mode aus diesem Schmuddel-Image, Jute, Sack, wie auch immer, herauskommt, damit wir wirklich auch sehen, das ist junge Mode, die jede Person anziehen kann. Wir haben als VIPs den zweiten und den dritten Bürgermeister, wir haben unseren Bäckermeister, wir haben die Apothekerin, wir haben ganz viele Leute aus der Öffentlichkeit und es sind insgesamt 9 Personen, die bei uns als Model auftreten. Fairtrade setzt sich als Ziel, Leute fair zu entlohnen, auf Mindeststandards zu achten und auf Menschenrechte. Meine Botschaft zum Thema Fairtrade ist, jeder kann einen kleinen Schritt dazu beitragen, die Welt gerechter und fairer zu machen. Mein Name ist Steffen Dien, ich bin der dritte Bürgermeister von Markt Erlbach. Und was mache ich hier? Ich bin Model bei dieser Fairtrade-Aktion. Kleider, also faire Kleider. Die Sachen kosten ein bisschen mehr Geld, aber es kommt zumindest ein bisschen was an bei den Menschen, die das herstellen. Und ja, das ist meine Meinung. Man kann nicht mit diesen Veränderungen die Welt ein bisschen verbessern. Also ich bin Magdalena Bauerreis, ich bin 16 Jahre und wohne hier in Markt Erlbach und deswegen wurde ich hier auch angesprochen, nachdem ich schon als Christkind unterwegs war und mich motiviert hier zu sein, einfach weil faire Klamotten was Tolles sind und ich das gerne unterstützen würde. Super, was Mädels. Es war super, wir waren ein bisschen aufgeregt. Davor ein bisschen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich würde die Kleidung am liebsten alle mit heimnehmen. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Und alle Kleider waren so angenehm zu tragen. Also man kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Und ich finde, wir waren spitze! Ja, also Markt Erlbach, man beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit, weil wir ja auch schließlich alle Kinder haben. Und denen wollen wir ja auch eine schöne Erde hinterlassen und ein faires Miteinander geben und bieten und vorleben. Also finde ich wichtig. Ich habe mich sehr gefreut, dass so viele Menschen da waren, um sich diese faire Kleidung anzuschauen. Und ich habe mich sehr gut gefühlt. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Deswegen im Mittelpunkt zu stehen ist was Tolles, kann ich nämlich nicht beschweren. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sind gestern aus dem Laden raus und haben gesagt, boah, tolle Kleidung, angenehm zu tragen. Und das sollten die Leute eigentlich viel mehr sehen. Das sehen sie ja gar nicht, wenn wir vorbeilaufen. Wir sind wirklich überwältigt mit der Resonanz der Veranstaltung. Es ist immer schwer zu sagen, wie viele Leute kommen, wie wird es angenommen, aber für unsere Steuerungsgruppe war es wirklich ein großer Tag und ein schönes Ereignis. Und ich glaube, faire Kleidung und faire Mode ist in Markt Erlbach ein kleines Stückchen näher bekannt geworden.